Hallo, ich bin die Katrin. Ich bin Gärtnermeisterin für Garten- und Landschaftsbau und in diesem Video geht es um Rasenbewässerung. Ich zeige dir verschiedene Regner und wie man sie richtig einsetzt. Es gibt eine große Auswahl an Zubehör und Regnern. Welcher Regner für dich am besten zum Einsatz kommt, hängt von der Form und Größe deiner Rasenfläche ab. Die Fläche, die wir hier als erstes bewässern wollen, ist nicht ganz so groß. Dafür zeige ich euch als erstes den klassischen Kreisregner. An diesem Kreisregner kann man den Radius begrenzen. Dies geht ganz einfach hier über diese Stellrädchen. In unserem Fall stelle ich einen Halbkreis ein, damit die Terrasse trocken bleibt. Außerdem gibt es drei verschiedene Sprühdüsen, die ich je nach Bedarf auswählen kann. Der Vorteil dieses Regners ist sicherlich, dass er nicht ganz so hoch raussprüht und damit nicht so windanfällig ist. Da er kreisförmig arbeitet, muss ich ihn jedoch auf eckigen Flächen gelegentlich umstellen, damit auch alles gut beregnet ist. Auf dieser etwas größeren Rasenfläche kommt der Viereckregner zum Einsatz. An diesem Regner gibt es einige Einstellungsmöglichkeiten. Das Stellrad für die Durchlaufmenge regelt die Wurfweite. Die Beregnungsfläche lässt sich dabei in Länge und Breite einstellen. Das hier ist ein Impulsregner, den möchte ich euch auch noch zeigen. Über diesen Erdspieß wird der Impulsregner im Boden fixiert. Auch an diesem Regner lässt sich die Wurfweite einstellen. Der Wurfwinkel lässt sich dabei von 0 bis 360 Grad stufenlos einstellen. Ich stelle auf ca. 90 Grad ein, damit unsere Fläche hier optimal bewässert wird. Um möglichst sparsam und effizient zu bewässern, lassen sich diese Regner zeitlich steuern. Die Systeme dafür reichen von einer manuellen Zeitschaltuhr über einen Bewässerungscomputer bis hin zur smarten Lösung, die sich übers Handy steuern lässt. Um den Rasen richtig zu bewässern, habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch. Auch wenn es heiß und trocken ist, müsst ihr nicht jeden Tag bewässern. Es reicht, alle 2 bis 3 Tage zu wässern, dafür aber durchdringend. Die beste Zeit, den Rasen zu bewässern, sind die frühen Abendstunden, denn so hat der Rasen über Nacht Zeit, das Wasser aufzunehmen. Ganz wichtig natürlich, nicht in der prallen Sonne bewässern, denn sonst kann der Rasen auch verbrennen. Es gibt sogar Saatgut für wassersparenden Rasen. Der braucht insgesamt viel weniger Wasser fürs Wachstum. Es ist auch total sinnvoll, bei der Bewässerung im Garten auf Regenwasser zurückzugreifen. Denkt doch mal darüber nach, eine Regentonne aufzustellen oder eine Zisterne einzubauen. Das waren jetzt ein paar Tipps rund um die Rasenbewässerung. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, welcher Regner für dich am besten zum Einsatz kommt, lass dich doch im Tonbaumarkt beraten. Tom, Respekt, wer es selber macht.